Also meine Hoffnung ist, wenn du die Frisbee-Scheibe halbwegs in die Nähe von der Weißen werfen könntest, dass sie beide mitbringt. Zwei? Ja, hintereinander vielleicht. Das kannst du total knicken. Aber jetzt liegt eh eine drüben. Jetzt machen wir es nochmal. Achtung, Lotte. Und. Bring beide, Lotte. Jetzt hat sie die Scheibe versenkt. Guck. Rosa ist die Scheibe, Lotte. Rosa. Ja, aber wo ist sie denn jetzt? Ja, dahinter ihr, liegt auf dem Grund. Lotte, mein Gott, Lotte, was ist denn mit dir? Such. Da. So, jetzt einmal Kopf unter Wasser, würde ich sagen. Hopp, die Rosa ist so schön. Bring die wieder. Ja. Sehr schön. Hier hoch. Hier, Mausi. Oh. Ja, super. Da drüben liegt noch die Weiße. Hopp. Such. Also ich sehe einen von uns beiden schon durch diese... Ja, komm her, Frau Müller-Rothstein. Weißt du, weißt du, was machst du denn mit mir? Also erst hieß es, wir bringen dem Hund Frisbee-Spiel bei, ja? Dann sollte ich auf eine Torwand schießen. Du wolltest auf die Torwand schießen. Ich gebe es zu, ich wollte es auch. Du wolltest dringend auf die Torwand schießen. Lotte, das ist blöd. Eigentlich sollst du die Scheiben holen. Lotte, schau mal, der Martin geht auf die andere Seite. Ja, ja. Und alle beten, er legt sich schön jetzt hier auf die Fresse. Soll ich dir helfen, Fati? Ja, ja. Geht schon, ne? So, geh mal mit. Ja, geh mit. Aber das Schöne ist, das hat etwas Kneipartiges. Ja. Komm, Tier. Geh mal rüber und halt dir mal drüben die Frisbee hoch. Alles nur für dich. Während Martin die Hündin lockt, macht die Sportmoderatorin ihren Job. Kommentieren. So, also Herr Rütter ist beschäftigt für heute. Lotte, komm her. Finde ich gut. Ich finde, der Mann braucht sowieso mehr Bewegung. Und jetzt hat er gleich die Frisbee. Das macht er schön, der Martin. Ich finde, dass er das ganz schön macht. Ja, ja. Lotte, du auch. Bin auf die Leckerchen gespannt.